Aua. Mir wird wehgetan. Hallo? Schmeißen irgendwas nach mir? Ja, dann müssen wir das hier um. Eigentlich müssen wir das oben und unten stellen. Am Boden der Treppe. Das muss ja hier unten aufstellen. A-wim-bo-wap. Jetzt haben wir alles, glaube ich, ja. Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es Echt? gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Oh mein Gott. Ja. Ich verstehe. Ist ein Song. Ich mir fast gedacht. Den gibt es wirklich. Auch das glaube ich dir. Von Torfrock. Das ist hier die Stimme von Werner, wenn ihr das sagt. Ah, okay. Sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Habe ich bestimmt schon mal gehört. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ausgezeichnete Arbeit, Mann. Ich hoffe, sie hatten Spaß damit. Auf jeden Fall. Hallo, die Anglerin. So. Der größte von allen. Ich bin mir sicher, der alte Knabe hat das Ende seiner Tage schon vorausgesehen. Bei diesen Neuankömmlingen musste die alte Rangfolge sich einfach ändern. Es ist nur recht, dass sein Geist nun zur Ruhe kommen kann. Das Grüne. Echt? Naja. Ja? Seid Ja, vorsichtig. Ich nehme einfach mal. wird schon richtig sein. Jagd auf Terrorklaue. Endlich. Wahrscheinlich hat jeder Angler eine Geschichte über den, der mir entkommen ist. Okay. Aber ich habe noch keinen Fisch getroffen, den man nicht auf die eine oder andere Art bezwingen konnte. Ja, dessen Name nicht genannt Alles werden darf. klar. Ja, das ist ein Name. Ist das so? Okay, da haben wir noch einen. Gambarinka, wir haben deine Messer, Mann. Die sollten für eine Weile genügen. Ich glaube, ein paar andere sind schon darauf aufmerksam geworden. Ich hatte schon ein paar Angebote, mir die Klinge abzukaufen. Sie nebenbei zu verkaufen, könnte vielleicht ein einträglicheres Geschäft als meine Prüfen Sie einmal. herkömmlichen Waren bieten. Die sollten mir für eine Weile Man sieht genügen. sie. Ja, auf jeden Fall. Maybe. Maybe. Unten, ne? Hier unten. Jo, da ist er. Ruhig, Mann. Konntet ihr den Geist von Wildfern rufen? Jo. Ihr Wächterzieherin Yenidi, was passiert ist, als ihr das Totem benutzt habt? Der Geist hat euch angegriffen. Er muss diesem Verirrten wohl mehr zugetan sein, als ich dachte. Es gibt keine Möglichkeit, ihn mir gefügig zu machen, ohne immensen Aufwand zu betreiben. Ich muss mich wohl nach einer anderen Quelle der Macht in dieser elenden Welt umsehen. Schön, euch zu sehen. Ja. Pech gehabt, kein Zaubergenie für dich. Na. Da hatten schon viele Probleme mit. 4 von 7. Nice. Da oben, da oben. Von einer Seite wieder. Ja. Schattenjäger. Habt ihr einen Beweis für die Pläne der Oger gefunden? Ja, Was haben habt ihr wir. im Kopf? Schattenjäger Denjay untersucht die Pläne.
Ich wusste es. Der Gestank eines Ogers hat immer etwas Bedrohliches an sich. Jetzt, da wir einen Beweis für ihren Plan haben, müssen wir ihnen zuvorkommen. Um die Bedrohung, die von den Angor Roche ausgeht, zu beenden, müssen wir ihren Oberanführer Schmetterfaust töten. Aber wir werden sogar noch viel mehr tun. Wir werden mit dem Oberanführer und seinem Gefolge ein Zeichen setzen. Geht zur Festung der Angor Roche und kümmert euch um unsere Feinde. Die Feste befindet sich in einer Höhle auf einer kleinen Insel nordwestlich von Zaparajin. Dort werdet ihr eine Brücke, die aus einem umgefallenen Pilz besteht, finden. Zeigt kein Erbarmen. Sie würden sicher keines von uns verschonen. Oh, Nachricht haben wir noch. Nachricht für Dolchfell. Von allen Stämmen der Verirrten in den Zangermarschen ist der Dolchfell-Stamm der gerissenste und aggressivste. Er ist sehr gut organisiert und macht keinen Hehl daraus, dass er gerne die Kontrolle über alle Verirrten in den Marschen hätte. Ihren Angriffen sind schon viele meiner Speer und Boten zum Opfer gefallen. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Männer zu verlieren. Wenn wir nicht bald handeln, werden sie die komplette Kontrolle über alle Straßen erlangen und Zaparajin einkesseln. Der ist ja nicht, ich kann keine Männer mehr gebrauchen, aber wir sollen da hingehen auf die Selbstmordmission. Ja. Ja, wir sind ja auch so ein Bären. Ey, ey, ey. Deine Füße erinnern mich so ein bisschen an die von diesen Vampiren aus Legacy of Kain. Die haben auch immer nur so diese zwei Zehen. Ja, ja. Aber ich glaube, das lag damals an der Grafik, die glaube ich nicht ja, mehr kommt. Ja, mag sein, aber irgendwie es sieht halt genauso aus. Da waren die Pixel dann zu Ende. wollen wir hier, können im Süden hier noch was abgeben? Mal dahin? Mhm, noch machen. Oder wollen wir erstmal nach oben die Oger machen? Ich glaube, unten kriegen wir dann ja auch da diese, bei der einen Tut oder die Quest. Ja, da gibt's noch mal eine ganze Menge. Mhm. Dann lassen wir erstmal da runter. Ja. Ist, glaube ich, auch näher dran. Miau. 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 Dieser Murloc, ey. Der guckt genauso doof wie ich manchmal. Well, nein, eigentlich eher wie Frisches. Der ist genauso verfressen. Der hat sich gerade den Fisch reingezogen. Ja, ich hab extra den Sound dafür gemacht. Elun sei mit euch. Oh je. Behüterin Lesser O, wie auch immer. Lesser oh gut. O. Endlich Unterstützung. Es gibt einfach so viel zu tun und ich muss hier bleiben, um alles zu organisieren. Ich hoffe, ihr seid bereit, euch die Hände schmutzig zu machen. Nein. Wir müssen alles über die Sporlinge von Sporga? Und ihre Beziehung. Sporiger. Ach ja, das ist ja ein E. Ja, zu den anderen Lebewesen in der Umgebung in Erfahrung bringen. Eine Möglichkeit dazu ist die ich anwende. Passives Beobachten und der Freiheit notieren. Ich möchte, dass ihr für mich nach Westen in das Pilzgeflecht geht. Untersucht die gesamte Gegend dort und berichtet mir dann davon. Mögen euch die Sterne leiten. Der Graf der Marschen. Die Behüterin blinzelt ein paar Mal überrascht. Seid ihr sicher, dass es echt ist? Ich meine, ich wusste schon, dass es riesige Kreaturen in den Marschen gibt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen riesigen Kreaturen und riesigen Kreaturen. Da fällt mir ein, dass die Sporlinge einmal etwa von einem furchterregenden Netherrochen erzählt haben, der sich vor den Angriffen der Sumpflords bedroht hatte. Was ist, wenn diese Geschichten wahr sind? Oje, ich habe das hier mal lieber, hebe das hier mal lieber auf. Die Expedition wird sicher davon erfahren wollen. Die Göttin schütze euch. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber erstmal ins Pilzgeflecht. Jo. Ja. Auf sie mit Gebrüll. Wir sollen ja erstmal nur beobachten. Augen auf, ich komme. Hab ich auch gerade gedacht.
Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein, ja. Oh, das war's schon. Wir haben. Was sehen wir denn hier? Pilze. Große, gelbe. Oh, wer ist? Ja. Natürliche Feinde. Willst du, soll ich? Das ist eine Frau bei mir auf dem Bild. Achso. Das ist. Das ist eine Untote. Ja, das, ich glaube, das ist hier. Ne? Titanpanzer. Nee, das ist. Ich glaube, das ist Titanpanzer direkt. Weil er das mit uns gerade teilt. Das müsste, glaube ich, sein Gesicht sein. Das kann sein, ja. Aber ich kann es trotzdem lesen. Wir Sporlinge kamen noch nie gut mit den Sumpflords aus. In der Vergangenheit haben wir sie mit Speeren und Steinen erfolgreich fernhalten können. Aber in der letzten Zeit scheinen sie aggressiver geworden zu sein. Oder verzweifelter. Sie haben keine Angst vor uns oder unseren Waffen. Sie sind viel furchteinflößender und besser bewaffneter als wir. Wenn ihr den Sumpflords für uns bekämpfen könntet, stünden wir für immer in eurer Schuld. Bringt mir ihre Ranken, damit ich weiß, wie viel ihr getötet habt. Ja, sicher, sicher, sicher. Also ich glaube, das nee, ich glaube, die alte ist hier auf dem Weg eigentlich. Echt? Ist auf jeden Fall das gleiche Bild wie. Ja. Ne? Das ist eine Quest. Jeder, ihr müsst uns helfen. Die Sumpflutz fressen all unsere Sporenbeutel. Ihr müsst etwas tun, sonst verlieren wir unsere Jungen. Die Sporenbeutel sind zu Anfang ganz groß und werden dann kleiner. Wenn ihr Luft darin verbraucht ist, haltet nach dem kleinen, reifen Sporenbeutel-Ausschau und rettet so viele ihr nur könnt. Sporenbeutel? Hm. Doch, das sag ich, das war doch von ihm hier. Ja. Ja. Mit einem kleinen, süßen Knubbelder. So, dann berichten wir. Das ist alles voller gelbe Pilze. Verdammt. Ich bin geehrt. Ich bin auch geehrt. Was? Die Sumpflords des Quackkamms essen die Sporenkapseln der Sporlinge? Das ist nicht gut. Nur nicht. Echt nicht. Wird schmeckt. Oh je. Böses Katzi-Tatzi. Ich habe mich schon gefragt, warum die Sumpflords die Straße überqueren. Um in das Pilzgeflecht zu gelangen. Sie müssen aus irgendeinem Grund am Verhungern sein. Das darf nicht sein. Ich meine, normalerweise würde ich mich nicht einmischen, aber wenn sie weiterhin alle Kapseln essen, werden sie die Sporlinge ausrotten. Hier ist mein Plan. Ich bleibe hier und ihr geht zum Quarkkamm im Osten. Seht euch nach nahrungstechnischen Gründen um, warum sie die Sporlinge überfallen. Elun, erleuchte euren Weg. Alles klar. Ja, das ist die Frage, was machen wir zuerst? Gehen wir nach links oder nach rechts? Das kannst du entscheiden. Ja, dann gehen wir da zur Orange, ne? Machen wir das zuerst. Was sind wir da? Ach ja, die Spornbeutels. Der Typ hier unten will seine Spornbeutel retten, ne? Weil die Großen, die fressen das auf. Ich glaube, die Dinger sind das hier, ne? Ja. Sporen. Ah ja, und die Sumpflords müssen wir auch töten. Tötung wird überbewertet. Ich muss tatsächlich gleich erstmal die Tür öffnen. Ey, das ist so warm hier drin. Muss ich nur gucken, dass ich gleich leise bin. Nicht, dass ich Fotos noch aufwecke. Der hat ja sein Schlafzimmer direkt über mir. Ah, okay. Das ist ein bisschen. Ja. Yeah. Aber wenn ich nicht zwischendurch. Das heißt, wenn der Boden bebt, hat der Herr des Pupses wieder gesprochen. Ja, ein Machtwort gesprochen. Ja, oder wenn er schnarcht. Das höre ich auch.
wenn er am Schnarchen ist. Aber nee, wenn ich die Tür nicht zwischendurch mal aufhab, dann gehe ich ja ein. Das ist kein Schnarchen, das ist eine göttliche Stimme, deswegen kann man nicht verstehen, was sie sagt. Ja, genau. Genau. Ja. Ich mach einmal ganz kurz die Tür auf. Oh, yeah, yeah. Ich muss einmal ganz kurz aufmachen. Hitze. Hitze, Hitze, Hitze. Ich will nicht wissen, wie warm es hier unten ist. Wenn ich das nächste Mal pinkeln gehe, was nicht allzu lange dauern kann, mache ich die Tür wieder zu. Aber dann wird es auch nicht kalt genug, oder? Ich habe Ventilator gerade an. Auf dritter Stufe? Nee, auf zweiter Stufe. Jetzt ist es auf dritter Stufe. Ist ja erstmal ich habe auch Durchlüften. Ein kleines Klimagerät an nebenbei. Ein ist besserer halt Ventilator. Ist halt nur zum Luftaustausch, ne? Ja, bei mir ist es so ein Teil mit Wasser drin, also das kühlt tatsächlich noch ein bisschen. Ja gut, das wäre natürlich praktisch. Aber ne, die Luft ist hier so ekelhaft drin. Fördert das Wachbleiben nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, wenn ich gleich kurz hochgehe, danach kann ich sie nochmal ein paar Minuten offen lassen. Hauptsache, hier kommt ein bisschen Luft rein. Wie sucht man nach den Sporenbeuteln? Sporenbeutels. Oh, Luft. Geil. Gibt nichts Geileres als ein Luftzug. Ja, das macht dann auf jeden Fall ein bisschen Mund, ja. Mm. Ich habe auch Fenster auf. Ja, wie gesagt, das Problem ist, ich habe hier unten halt kein Fenster, ne? Das macht das Ganze etwas schwierig. Ja. Beziehungsweise mein kleines Mini-Fenster, aber wenn ich das aufmache, da kommen sämtliche Spinnen in der Nachbarschaft rein. Ja, dann bleibst du lieber zu. Das bleibt lieber zu, ja. Bevor ich das Fenster nochmal öffne, dadurch kam die Hauswinkelspinne rein. Ich habe keinen Bock, das Viech nochmal hier drin zu haben. Oder allgemein so ein Viech. Ja, die sind vorhin schon ein bisschen bigger. Ja, da lasse ich lieber die Tür auf. Ich hoffe, dass keine Mäuse reinkommen. Ja gut, da freut sich ja dann der Kater. Ja gut, die kommen aber leider nicht in den Keller. Es sei denn, die gehen wieder den Weg, so dass sie unterm Herd entlang kommen. Die scheinen wohl irgendwie in den Weg zu haben, dass sie unterm Herd rauskommen. Und dann landen sie ganz schnell auch im Haus. Hast du die fertig hier? Ich glaube ja, ja. Also ich habe jetzt schon alles eingesammelt. Ich auch. Na gut, dann können wir abgeben gehen.
weiß nicht, ob das Männchen oder Weibchen ist. Ja. Die Frage ist, wie stellt man das fest? Ich lese einfach mal, oder? Okay. Natürliche Feinde. Wie geht es mit den Töten der Sumpflords voran? Zeigt diesen Wüstlingen, dass sie besser nicht in die Sprawling-Gebiete kommen sollen. Ihr seid heil zurück. Ich werde den anderen Sprawlingen von euch erzählen. Ihr Riesentöter. Die Misere der Sprawlinge. Die Sporenbeutel, habt ihr sie? Ihr habt es geschafft. Ihr habt den Dank meines Volkes. Ja, sicher. Oh, da war noch eine zweite Zeile. Scheiße. Sporriger. Da. Ihr seid ein sehr netter Troll. Nicht wie die anderen, die ich getroffen habe. Ihr solltet den Rest meines Volkes kennenlernen. Sie wären euch für eure Hilfe sehr dankbar. Bringt diese Sporenbeutel zu meinem Anführer. Boah, Junge. Mischwimm. Ihr findet ihn Sporriger nördlich von hier. Was ist das für ein Name? Wie drehst du das denn aus? Mischwimm. Es ist M-S-S-H-I Apostroph F-N, Alter. Wie spricht man das aus? Ich glaube, das wissen nämlich dann nicht mal selber. Ich glaube auch nicht. Da hat es irgendeiner ins Mikro gehustet und dann wurde das so per Audiotranskription einfach vom Computer aufgeschrieben. So. Wieso ist das entstanden? Oh Gott. Stell ich mir das, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Oh Gott. Okay, dann gehe ich ganz kurz aufs Klo. Dann kann ich nochmal in Ruhe auslüften. Also ein kleines Päuschen wäre echt gut, ja. Ja, siehste, passt doch. Weil das Witzige ist, es ist schon wieder 3 Stunden her, die letzte Pause. Es kommt mir vor, als hätte ich erst vor 20 Minuten eine gemacht. Ja, ich würde auch mal aufstehen, ein bisschen rumlaufen alleine vom ganzen Sitzen. Ja, ich glaube, ich gehe auch einmal durch den Garten. Wir sollten ein Stück in die Luft fliegen, dann kann uns hier erstmal nichts hauen. Whee! Okay, ich sollte hoch genug sein. Weißt du was? Ich stelle mich da auf den Pilz. Haha. Bin die Bezwingerin des Pilzes. Tada. Erst mal drauf geswitcht. Und nach Sporriger? Jo. Ich folge dir. Ich folge dir. Bin direkt hinter dir. Bin das, was so komisch in den Nacken atmet. Genau das. Genau das. Ich habe richtig gute Neuigkeiten. Ich habe noch eine Snackbox gefunden. Ich habe auch noch Snacks neben mir. Nervennahrung. Hier vorne irgendwo können wir was abgeben. Ja, das ist immer die Frage, ist es Männlein oder Weiblein? Wasser. Ja. Brüste haben sie alle. Ja, ich lese einfach mal, oder? Ja. Habt ihr etwas, das ihr mir zeigen möchtet? Ja. Nämlich diese Sporenbeutel. Ihr habt uns geholfen, die nächste Generation Sporlinge zu sichern, Sanalabitroll. Das können wir euch nur mit einem Willkommen in unserer Stadt vergelten. Bleibt doch ein wenig und lernt die anderen Sporlinge kennen. Sie werden viele Fragen an euch haben. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Oh, nö. Hört man nicht. Glühkappenpilze. Ich habe gesehen, dass ihr glänzende Runde mit Teilstücke benutzt, um sie gegen Dinge einzutauschen, die ihr haben möchtet. Wir benutzen glänzende runde Pilze als Zahlungsmittel. Die Glühkappenpilze wachsen überall in den Marschen. Man muss nur wissen, wie man sie richtig sammelt, ohne sie zu zerstören. Ich werde euch beibringen, wie man das tut, wenn ihr mir versprecht, ein paar für unsere Vorräte zu sammeln. Einverstanden? Okay. Eine freundliche Geste. Das Leben in den Marschen ist nicht einfach. Wir streben nach Harmonie mit allen hier heimischen Wesen,
aber unsere Feinde da draußen bedrohen unsere Existenz. Unterstützt uns, verhelft den Bewohnern von Sporriga zu einer besseren Zukunft. Erreicht statusfreundlich. Oh ja, okay. Machen wir doch. Wir sind immer freundlich und nett. Die freundlichen Nachbarn von nebenan. Ja. Hier vorne ist noch einer. Und da. Den Schaff. Hier. Schaff. Naja, fruchtbare Sporen. Wenn sie zwischen den Langstielpilzen hindurchwandern, sammeln sich allerlei fruchtbare Sporen an den Gliedmaßen der Sporensegler und Marschenläufer. Wie ihr sehen könnt, ist unser Volk sehr klein. Also haben wir nur wenige Möglichkeiten, diese Sporen zu sammeln. Haltet nach Sporenseglern und Marschläufern Ausschau und sammelt die fruchtbaren Sporen. Ganz spuriger stünde tief in eure Schuld. Ja. Oh. Nice. Whee. Dann machen wir uns mal bei den Pilzköpfen hier die beliebter. Och, muss das sein. Jetzt haben wir schon ganz schön viel wieder. Was ist denn da oben? Fruchtbare Spore. Achso, ja gut, das kriegen wir aber auch hier unten. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal hier unten alles fertig machen. Ich bin hinter dir. Oder neben dir. Oder vor dir. Wo das meiste ist hier direkt in der Umgebung. Diese Wegrichtung. Ah, hier, guckt da, diese roten Dinger. Die Pilze müssen wir hier einsammeln. Das sind diese Glühkappen. Ich glaube, davon habe ich sogar schon einen. Ja. Ich habe zwei jetzt. Jo. Ja, umso besser. ja, die wachsen überall, glaube ich. Nebenher. Und ich weiß, dass ich da damals noch, jahrelang gebraucht habe. Diese Viecher hier. Großen Spornsegler. Hm. So noch Boxen. Hey, 35. Oh yeah. Und Talentpunkte. Was ist es denn diesmal? Wenn Zorn des Wildtiers abläuft, ein speiende Kobra beschworen. Die euch 15 Sekunden lang im Kampf unterstützt. Jeder während der Dauer von Zorn des Wildtiers eingesetzte Kobra-Schuss und verursachen den Schaden des spielenden Kobra um 10%. Okay. Stachelfall erhöht eure kritische Trefferchance für 8 Sekunden um 3% bis zu 3-mal stapelbar. Die Vögel beschwört einen Krähenschwarm, der euer Ziel 15 Sekunden lang angreift und dabei 1039 körperlichen Schaden verursacht. Wenn das Ziel währenddessen stirbt, wird die Abbringzeit von die Vögel sofort abgeschlossen. Schwierig. Äußerst schwierig. Was war das erste? Speiende Kobra. Wenn Zorn des Wildtiers abläuft, wird ein speiender Kobra beschworen. Mit 15% lang im Kampf unterstützt. Jeder während der Dauer von Zorn des Wildtiers eingesetzte Kobra-Schuss erhöht den verursachten Schaden der speienden Kobra um 10%. Ja, okay. Der Zorn des Wildtiers ist hier dein Damage-Buff. Das heißt, es wird nur aktiv, wenn du das nutzt. Das Jagdfieber macht diese Fähigkeit, was du auf der 3 hast, besser. Jedes Mal, wenn du den einsetzt, dann hast du kurz ein bisschen mehr Crit. Wenn ich verkehrt wäre. Oder noch ein extra Knopf mit Damage, der sich resettet, wenn was stirbt. Zwei oder drei? Also zwei ist, glaube ich, so richtig Brain AFK, da muss man nicht nachdenken. Also perfekt für mich. Gut. Ja, ich glaube, ich würde auch zwei nehmen. Das ist einfach so nicht nachdenken. Das ist so, irgendwie ist das dann schon aktiv. Jo. Das wird schon. Naja. Ja, wie viel Leveln ist das eh vollkommen wurscht. Ja, ich werde es wahrscheinlich mit dem Steuer sowieso niemals aktuell in Endgame-Content machen. Ja. Also es kommt drauf an, wie
wie schnell du die Punkte zusammenkriegst oder ob ich zwischendurch mal spiele, aber... Ja, für das, was wir hier machen, ist das, wie gesagt, also ist vollkommen alle, was man da macht. Ja. Diese komischen gelben Spornsegler müssen wir noch irgendwo in der Gegend haben. Also hier werde ich das auf jeden Fall nicht so machen wie in F14. Mit Raids, also aktuellen Raids und so. Ich glaube, das wird dir auch nicht so gefallen. Nee. Also hier ist das da schon. Obwohl, ich glaube, bei F14 sind die auch schon ein bisschen toxisch, die Leute. Das hat er auch schon erzählt. Kommt drauf an. Also wie gesagt, neulich hatten Kitty und ich ja eine sehr toxische Gruppe. Ah, hier guckt die Großen hier, die wie heißen sie hier da? Die Marschenläufer. Tentakel-Dinger, die müssen wir auch kloppen. Tentakel-Party. Ja, was Tolle ist, also fand ich zumindest jetzt in dem letzten Patch, den ich da gespielt habe, hier mit Kerkermeister, da musste man ja gar nicht wirklich raiden. Also nicht wirklich. Also du konntest halt alles andere auch durch die Mythisch Plus Sachen bekommen. Gut, also das war schon echt entspannt. Gut, Mythisch Plus werde ich sowieso auch nie machen. Das ist gar nicht so schwer. Er ist halt wie so ein normaler 5er Dungeon. Der Unterschied ist natürlich schwerer. Ne? Mehr Schaden, mehr Aua. Also man muss auf die Bossfähigkeiten schon gut achten. Aber ja. Und das halt in einer gewissen Zeit muss man halt durch. Ne? Im Prinzip spielt man ganz normal die Instanz und muss halt eigentlich recht zügig durch. Ist ein bisschen mehr Schaden, aber das meistens ist total handelbar. So. Ist nicht atemberaubend schwer. Das Schwerste daran ist eigentlich immer diese Ungeduld von Leuten und dass die sich immer, ne, alle sind so direkt auf 12 geraged, wie wenn auch nur eine Sache nicht läuft. So. Das ist eigentlich das größere Problem. Warte. Ja, aber Final ist halt genau Unterschied, also genau umgekehrt. Weil Sachen, die man eigentlich schon öfter gemacht hat, die aber halt durch die Zufallsdinger einfach nicht oft genug kommen, weil du hast ja zigtausend verschiedene Dinger. Ja, gibt ewig viele Dungeons. Vergisst du halt auch manche Sachen. Und dann sind da halt diese Leute, die dann sagen, wieso, das hatte man doch. Hier ist auch so ein Ding, das muss man hauen. Das hatte man doch schon tausendmal. Und dann ringen sie sich auf, halt wie bei Kitty. Weil eigentlich, er hat das halt so gut gemeint. Er hat aber halt vergessen, dass es ein Tankbuster ist. Und er steht ja leider nicht dabei, dass es ein Tankbuster ist. Nicht, wenn du die Fähigkeit nicht auswendig weißt. Oder wenn es halt diese rote Umrandung hat, dann klar, weiß es auch. Aber das war halt, der in die Fläche geht. So. Ja. Wusste er nicht und ich auch nicht mehr. So, und hat dann halt die Gruppe gegrillt. So, und dann kamen halt gleich alle mit, ja, so aufhören darf die ganze Zeit abzuspotten und was weiß ich und seine Stance ausmachen. Das ist so. Und dann hat er dann gesagt so, hallo Leute, ich habe einen Namen. Bitte fragt mich dann freundlich nach und nicht so richtig pissig. Der eine, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erzählt, wollte dann halt die ganze Zeit, dass man ihn halt rauskickt. Wurde halt einfach komplett ignoriert. Und dann fing es dann halt irgendwann an mit Schnauze, also die Fresse halten und was weiß ich. Und ich saß dann nur daneben und ich habe mir erstmal so jeden Namen aufgeschrieben, ne? Und dann nach dem Ding Blockierliste, 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 Blockierliste. Ich habe einfach mal die komplette Gruppe auf die Blockierliste gesetzt. Ja,
Ja, weil das geht halt gar nicht. Auf jeden Fall. Ich hätte es verstanden, wenn es der 8.9.10. Versuch gewesen wäre und die Zeit kurz vorm Auslaufen wäre. Aber selbst dann hätte ich Beleidigung nicht verstanden. Aber ich hätte dann Frustration zumindest verstehen können. Aber es war der zweite Versuch. Der zweite. Und beim ersten habe ich einen Heiler gegrillt, hat kein Schwein was zu gesagt. Die Heiler, die DDs, haben einfach mal komplett verkackt. Ich war der letzte DD, der noch gestanden hat. Weil alle Heiler tot. Alle DDs tot. Und man muss bei dem einen Boss halt die 3 Ads halt relativ schnell down kriegen, sonst stirbt man halt direkt. So, ja. War der erste Fail. Und wie gesagt, einer hielt sich halt für besonders witzig und hat so: Schmeißt mich raus, bitte schmeißt mich raus. Ich hab nur gedacht, Alter, warum kickt den Kerl keiner, der nervt doch einfach nur. Ja, eben. Aber nee. Ja, es ist aber generell so bei Online-Games, also gerade MMOs, also ich glaube, das ist überall vertreten, so, ne? Aber bei anderen Spielen, also ne, man merkt schon, dass es bei verschiedenen Spielen häufiger oder weniger häufiger halt solche Leute dabei sind. Mm. So. Also ich habe Gott sei Dank selten, wirklich selten sowas. Und wenn direkt auf die Blockierliste, ich ignoriere es tatsächlich meistens. Ja, ich glaube auch, dass bei Final Fantasy halt das auf jeden Fall einen großen Teil dazu beiträgt, dass er Damage-Meter und sowas offiziell ja nicht erlaubt sind. Ich glaube, das trägt einen sehr großen Teil dazu bei. Dass es halt immer Vergleich nicht gibt. Das Schlimmste sind die Leute, die es halt illegal dann halt machen und dann halt sagen, ja, du machst zu wenig Schaden. Es ist was anderes, ja, wenn es jemand hat. Das kann er ja nicht wissen. Weißt du, er muss ja dann zugeben, dass er ein Damage-Meter hat und dafür kann er ja gebannt werden. Ohne Witz, sind tatsächlich manche so dumm. Aber wie gesagt, ich hatte oder war ja mal in einer Raid-Gruppe. Und da hatte auch eine Damage-Meter. Hat mich gefragt, ist das okay? Und soll sie mir das sagen? Oder nicht? Habe ich gesagt, doch, sag es mir, weil ich kann die Rote meiner Klasse einfach noch nicht, weil ich war halt nie Raid. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, ich musste nur noch nie meine Rote spielen. So. So, ja. Das Witzige ist, meine Klasse, also der Bade zu dem Zeitpunkt, ist eine Klasse mit dem wenigsten Schaden. Ja, Tatsache, ist so, glaube ich, Supporter, also, durch die Buffs oder so. Ist eine der wenigsten Klassen. Und dann kommt man an und sagt, ja, du machst am wenigsten Schaden von uns allen. Du müsstest eigentlich im Mittelfeld liegen. Und ich sitze da nur und denke mir so, okay, Luna kennt halt jemanden, der genau den gleichen Schaden macht wie ich und der kann seine Rote. Der macht vielleicht 1000 mehr, ist aber immer noch unter den Heilern vom Schaden her, weil der White Mage halt einfach zu viel Schaden macht. Der ist einfach top. Ja, manche Heiler können auch echt gut was werfen. So. Und der White Mage ist nun mal richtig gut im Schaden. Kann man nicht abstreiten, deswegen ne, kann der auch wunderbar mitkämpfen. So. Und der Bade ist nun mal unterm. Das kriegen nur wenige hin, dass der knapp über dem White Mage liegt. Ganz knapp. Das schaffen nicht alle. Ist aber auch, sind die Unterschiede ja auch extrem bei den Klassen so. Obwohl hier mittlerweile auch, also. Spellings-Ding geht ja hier bei BFW auch immer hoch und runter. Also manchmal sind das schon wirkliche Kluften zwischen den verschiedenen Specs, aber... Bei FF geht's ja. Ich sag mal so, es ist eigentlich komplett irrelevant. Das ist das, was mich auch extrem an den Leuten stört. So. Die machen da immer ein Hack-Mack draus, so, boah, ja, guck mal, diese Skillung und jede Skillung, es ist komplett scheißegal. Ohne Witz, es ist sowas von scheißegal. Du kannst in jeder Scheiß-Spec mit jeder Gruppenkonstellation den Content spielen. Schaffen. Ja. Musst ihn nur anständig spielen, so. Das ist halt immer so, weißt du, ich mein, du brauchst das halt nicht. Selbst wenn du die beste, so selbst wenn du die beste, brauchst. Wenn du die beste Rota spielst und den besten Schaden machst, ja, aber die ganze Zeit die Boss-Mechanik nicht kannst und am Boden liegst, finde ich das schlimmer, als wenn, ja, wenn du weniger Schaden machst, dafür aber den Bosskampf halt schaffst, ohne dass du 30 Mal wiederbelebt werden musst. Das ist ja auch besser, ne? Aber das verstehen die wenigsten nicht. Und das war dann der Grund, weswegen ich irgendwann auch gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr,
weil mir dieser Druck dann halt irgendwann einfach zu groß war. Die Gruppe war super nett. Es ist ja eigentlich kein Druck, ne? Also, ne, das ist immer so eine Sache, man muss das sehen, ne? Also klar, es wirkt halt irgendwie so erdrückend, sag ich mal. Aber man muss das ja selber quasi für sich auch annehmen. Also, die Gruppe, du, ja, wie gesagt, die beiden, eigentlich die komplette Gruppe war super nett, aber es ist halt alles so ein bisschen, vor allem, ich habe halt gesagt, oder es hieß halt, ne, entspannt. Keine festen Tage, dann, wenn man Zeit hat, weil ich bin halt allein durch die Streams, ich kann das nicht im Stream, da brauche ich Ruhe für, da kann ich auch nicht nebenbei reden, da habe ich halt komplette Konzentration darauf. So. Und ich hatte einfach keine Zeit, das täglich zu machen. Und ja, das dann einzuüben. Und dann ging es dann halt irgendwann, dass dann irgendwann die Nachrichten kamen, so nach dem Motto, ja, ne, willst du das denn überhaupt? Wo ich gesagt habe, ja, aber ich habe von Anfang an gesagt, und das war auch in Absprache in Ordnung, dass ich dann mitmache, wenn möglich. Wenn du Zeit hast, ja, das, dass es halt so nicht mit diesem Drang ist, dass es fest ist, dass man straight raidet. Weil das war die Abmachung. Hat aus meiner Sicht nicht geklappt. Nee, es klappt bei den wenigsten Gruppen. So. Das ist, glaube ich, einfach so ein Ding beim Spielen. Weil ich weiß nicht, ich habe halt nicht jeden Donnerstag Zeit, sag jetzt mal. Und ich habe auch keine Lust an diesen Druck. Ja, ja, du musst das jetzt machen. Nein, muss ich nicht. Ich muss das nicht jetzt machen. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich das nicht. Das, nee.